Rübeller, heute nehme ich euch mal mit auf die Kaltbachtal-Rundtour. Die hat so ungefähr 7 Kilometer, liegt ganz am Rande des Westerwalds. Startpunkt ist in Nassau, am Bahnhof bzw. am Schwimmbad. Da könnt ihr auch gleich parken. Und ja, bin mal gespannt, wie die Runde so wird. Ich hoffe, ihr bleibt dran und kommt mit. Nassau ist eine kleine Stadt an der Lahn in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und ein staatlich anerkannter Luftkurort. Im Jahre 916 wurde Nassau erstmals als Villa Nassova erwähnt und war ein Fronhof des deutschen Königs Konrad I. Am 26. Juli 1348 bekam durch Kaiser Karl IV. Nassau die Stadtrechte verliehen. In diesem Zusammenhang baute Nassau seine Stadtbefestigung mit Türmen und Mauern, wovon heute leider nur noch 2 Türme und einige Mauerreste übrig geblieben sind. Um 1100 erbauten die Grafen von Laurenburg die Burg Nassau, nach der ihre Nachkommen sich seit 1160 nannten. Am 2. Februar und am 19. März 1945 gab es einen überraschenden Luftangriff auf Nassau durch alliierte Bomber. 80% der Innenstadt wurden dabei durch Brandbomben zerstört und 300 Menschen kamen dabei ums Leben. Und dies, obwohl der Ort als Lazarettstadt ausgewiesen und das Dach des Kurhauses und des Krankenhauses mit einem Roten Kreuz gekennzeichnet waren und nicht angegriffen hätten werden dürfen. Seit Mai 2014 gibt es im Kaltbachtal eine Lehrpfad mit 5 Infotafeln, der Familien, Grundschulen und Kindergärten zu einem Besuch einlädt. Damit sich die Kinder intensiv mit den Themen rund um diesen Themenweg beschäftigen können, wurde ein begleitendes Arbeitsblatt erstellt. Der Link zu diesem Arbeitsblatt befindet sich in der Videobeschreibung. Der Rundweg durch das Kaltbachtal zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche und idyllische Wegführung mit tollen Aussichten aus und ist für Anfänger bestens geeignet.
Ja, Leute, das war meine Tour durchs Kaltbachtal hier bei Nassau. Was soll ich sagen, mir hat der Weg eigentlich ganz gut gefallen, obwohl ich am Anfang gedacht habe, es wird ein bisschen langweilig, weil es halt über Forstwege geht. Ist auch eigentlich zu 90% der Tour so. Aber was es halt ausgemacht hat, waren so diese schönen Steine mit Moos bewachsen und so am Wegesrand. Das hat mir richtig gut gefallen. War richtig schön idyllisch. Die Tour hat so ungefähr, ja, 7 Kilometer. Ich blende euch das mal hier oben ein und verlinke euch das auch unten in Komoot. Ausgezeichnet ist die Tour auch eigentlich ganz gut. Hier und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Wegweiser sieht. Aber ansonsten ist es wirklich gut ausgezeichnet. Und ja, am Anschluss der Tour kann man dann natürlich nochmal ein schönes, leckeres Eis in Nassau essen. Man kann sich unten noch ein bisschen ans Lahnufer setzen und kann dann noch ein bisschen entspannen. Und ja, die Wanderung ist auf jeden Fall für Anfänger zu empfehlen. Es sind keine großartigen Steigungen drin, das hält sich alles sehr in Grenzen. Man hat hier und da mal einen schönen Ausblick auf Nassau und auf die Burg. Also alles in allem eine Wanderung, die ich empfehlen kann. Geht die Tour doch einfach mal nach, wenn es euch gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne sage ich bis bald hier im Westerwald. Und ja, da fällt mir noch ein, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte noch. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen und würde mich riesig darüber freuen. So, aber jetzt bis bald im Westerwald, euer Sascha. Ciao.